Hey zusammen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen Primer-Call und zwar auch gleich Try-On, weil ich neben ein paar Deko-Sachen auch ein paar Klamotten gefunden habe und mir dachte, die kann ich euch gleich mal angezogen zeigen, damit ihr euch das Ganze ein bisschen vorstellen könnt. Und ich würde sagen, da das doch einige Sachen sind, die ich euch heute zeige, fange ich auch mal gleich mit dem Video an. Ach, und eine Sache noch. Ich würde richtig gerne mal wieder ein Q&A für euch drehen, da oft immer wieder die gleichen Fragen auftauchen. Und falls du jetzt noch eine besondere Frage an mich hast, die du mir schon immer mal stellen wolltest, dann tu dir keinen Zwang an und stell sie einfach mal unten in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt darauf. Aber jetzt starten wir wirklich mit dem Video. So, bevor ich euch die ganzen Klamotten zeige, machen wir einen kurzen Ausflug in die Deko-Abteilung. Da habe ich nämlich auch ein paar Sachen erstanden, die ich richtig cool finde und die sehr gut in meine Wohnung passen werden. Und als allererstes habe ich das hier. Es ist leider noch in der Plastikverpackung drin, weil ich irgendwie noch nicht dazu gekommen bin, das Ganze aufzumachen. Auf jeden Fall handelt es sich um so einen, wie nenne ich das am besten, Metallgitterrahmen, den man sich ganz einfach hier aufhängen kann an der Wand. Und wo man auch so ein paar Bildchen dran befestigen kann. Der hat so ein richtig schönes Braun, geht ein bisschen ins Roségold hier von den Verstrebungen her. Und ja, passt einfach sehr gut an meine beige Wohnzimmerwand. Ich weiß noch nicht genau, wo ich es hin positionieren möchte. Ich habe nämlich grundsätzlich vor, mir so eine richtige, ich nenne es jetzt mal Pinterest-Wand einzurichten. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, aber ich blende euch jetzt einfach mal ein paar Beispielbilder hier ein. Ich möchte einfach eine Wand haben, vielleicht auch nur ein kleiner Teil davon, wo einfach in einer einheitlichen Farbe so ein paar Dinge aufgehangen sind, die zu mir passen. Ein paar Bilder oder irgendwelche Deko-Sachen, vielleicht mein Anfangsbuchstabe, so. Keine Ahnung, ich stelle mir das eigentlich ziemlich cool vor und es gibt eben gerade auf Pinterest sehr, sehr coole Bilder von solchen, wie nennt man das, Wanddeko-Verzierungen. Von dem her freue ich mich schon sehr darauf, das hier endlich in mein Wohnzimmer zu hängen. Als nächstes habe ich mir für mein Badezimmer dieses süße Täschchen hier geholt. Und ich glaube, das ist einfach so ein kleiner Korb, den man aufstellen kann. Das ist auch noch in der Plastikverpackung drin. Aber ich packe das jetzt einfach mal aus. So, jetzt sieht man das ein bisschen besser. Das ist so ein kleiner pinker Korb, wo drauf steht, Beauty is my business. Und ich dachte mir, das passt einfach sehr, sehr gut zu mir. Da werde ich einfach so ein paar ja, grundlegende Dinge reintun, wie wahrscheinlich, oh, da hängt übrigens ein Haar, wie wahrscheinlich eine Haarbürste oder vielleicht Wattepads, ich weiß noch nicht genau, aber vielleicht seht ihr das ja dann mal in einer Roomtour meiner ganzen Wohnung. Nächste Sache ist vielleicht nicht unbedingt Deko, aber was zum Anziehen, das ist auch nicht wirklich. Von dem her dachte ich mir, ich packe es einfach jetzt trotzdem hier noch schnell dazu. Und zwar ist das dieser Beutel hier. Der ist ziemlich groß. Da habe ich im Übrigen auch meinen Einkauf größtenteils drin transportiert, weil diese Primark-Tüten bei mir einfach so schnell reißen. Geht euch das auch so? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich gehe 2 Meter aus dem Geschäft raus und schon knallt alles auf den Boden. Deswegen habe ich ganz gern solche Säcke hier bei mir. Und ja, da ist einfach Grumpy Cat drauf, was ich großartig finde. Und es steht drauf, This is my happy face. Ich bin gestorben, als ich das hier gesehen habe. Ich musste das einfach haben. Und das hat nur ungefähr 4 Euro oder so gekostet und dafür konnte ich das echt nicht dort lassen. Außerdem habe ich mir aus der Deko-Abteilung dieses Glasbecher-Behältnis-Ding mitgenommen. Und das fand ich einfach so süß wegen diesem Miau mit den Punkten hier. Und als ich es umgedreht habe, ist mir auch aufgefallen, warum mir das grundsätzlich recht bekannt vorkommt. Und zwar steht da drauf, Gabriella Velvet Ghost. Und ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber das ist eine amerikanische, ich glaube amerikanische, nicht britische, YouTuberin und Bloggerin, die ich schon recht lange verfolge, eben als sie noch Velvet Ghost hieß. Inzwischen heißt sie Gabriella oder Miss Gabriella, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall hat die sich wohl mit Primark zusammengetan und eine eigene Home-Linie entworfen. Und ja, ich finde das ziemlich, ziemlich cool. Also,
das Design ist richtig süß und allein die Möglichkeit zu haben, so etwas für eine große Kette zu designen, ist einfach richtig genial. Außerdem liebe ich gerade für Kaffee so durchsichtige Behältnisse, wo man dann auch so schön die Crema und den ganzen Verlauf von Latte Macchiato und sowas erkennen kann. Deswegen freue ich mich schon richtig drauf, daraus meinen Kaffee trinken zu können. So, dann kommen wir aber mal wirklich zu den Klamotten. Und da habe ich mir als allererstes ein Oberteil geholt, was ich auch an Silvester getragen habe. Ich habe auch ein paar Snaps gemacht und viele haben mich gefragt, oh, woher hast du das? Wo hast du das gekauft? Und ja, jetzt habt ihr die Antwort, es ist von Primark. Das ist diese richtig süße, blümchengemusterte Bluse, die man hier vorne so schön zusammenschnüren kann. Das fand ich richtig, richtig süß, als ich das gesehen habe. Ich glaube, irgendeine Puppe hatte das sogar an und ich habe mir gedacht, boah, das muss ich unbedingt haben, weil ich ja gerade auch so auf diese Chokerketten stehe und deswegen passt dieses Oberteil einfach so extrem gut zu mir. Das werde ich bestimmt auch noch in ein paar Videos tragen. Ich habe es auch jetzt schon ein paar Mal angehabt und ich will es gar nicht in die Wäsche geben, weil ich es einfach so süß finde. Apropos süß, ich habe mir auch eine Pyjama-Hose gekauft, weil ich mal wieder eine brauchte und die gerade reduziert waren. Ich glaube, die hat statt 8 Euro nur so 5 gekostet. Die hat auch so ein richtig süßes Bohemian-Muster, nenne ich es jetzt mal. Die ist einfach super weich und kuschelig und ich finde, gerade wenn es jetzt im Winter so kalt ist, kann man nicht genug lange Pyjama-Hosen haben. Im Notfall kann man gleich mehrere übereinander ziehen, wenn es einem nicht reicht. Ich bin zum Beispiel so jemand, wenn mir wirklich, wirklich kalt ist, ziehe ich einfach so viel an, bis mir nicht mehr kalt ist und gerade auch an den Beinen. Von dem her, ja, konnte ich die einfach nicht da lassen. Die passt nämlich sowohl in den Winter als auch dann noch in den Frühling, weil es einfach so süße, helle Farben sind. Und das Coole ist, dass das hier unten mit so einem Gummizug zusammen geht. Also es schließt sich am Fuß und das finde ich immer ganz cool eigentlich. Ich mag das Gefühl, wenn die Hose quasi abschließt. Etwas, das ich auch aus der Schlafabteilung habe, wo ich aber eigentlich vorhabe, es im Alltag zu tragen, weil ich es so auch total niedlich finde, ist dieses Oberteil hier. Und zwar hat das ja hier vorne so ein bisschen Spitze und ist einfach geblümt und unheimlich niedlich. Das ist aus so einem Satin-ähnlichen Stoff, ist es bestimmt nicht. Also ich glaube, das ist einfach Polyester oder was ähnliches. Aber es fühlt sich total angenehm auf der Haut an. Und ja, eigentlich ist es fürs Schlafen gedacht, aber ich fand es einfach so süß und gerade jetzt, wo so Spitze und Lingerie gerade Trend ist, kann ich mir das sehr schön vorstellen, auch im Alltag. Und das war außerdem auch reduziert auf 5 Euro statt 12. Ich habe mir außerdem noch einen großen, wollig warmen Schal geholt, weil ich das Gefühl habe, dass der Winter gerade einfach kein Ende nimmt und ich meine Schals sehr gern durchtausche, weil ich jetzt auch ein paar Mal krank war und ich die Bakterien da drin nicht beibehalten wollte. Und deswegen meine Schals der Reihe nach erstmal in die Wäsche gekommen sind, dachte ich mir, es wäre ganz gut, noch einen in Reserve zu haben. Der ist noch dazu doppelseitig. Also auf der einen Seite ist er hier so grün, rot, weiß kariert. Und hier noch ein bisschen kleiner in Blau und Weiß. Richtig süß, erinnert mich auch total an diese Zara-Schals, die ja jeder liebt. Von denen habe ich auch welche. Aber ich dachte mir, der ist eigentlich fast genauso gut. Er ist ein Ticken kleiner, aber mindestens genauso flauschig und weich. Von dem her dachte ich mir, eine günstigere Variante ist eigentlich auch nicht so schlecht. Und ja, irgendwie hat mich der sehr, sehr stark überzeugt. Und weil mir der Schal irgendwie nicht gereicht hat, habe ich mir dann noch zwei Winter- bzw. eigentlich eher Übergangsjacken geholt. Die waren beide auch reduziert, wie übrigens der Schal auch. Aber ich schreibe euch sowieso nochmal alle Preise in die Infobox, weil ich es oft genug vergesse, die Preise der Teile zu sagen. Und dann kennt sich wieder, wer nicht aus und ich muss nachgucken. Deswegen alles nochmal schön in der Infobox aufgelistet, falls ihr euch gefragt habt bei einzelnen Dingen, wie viel was gekostet hat. Und ja, jetzt zu den Jacken. Zum einen habe ich mir diese Bomberjacke hier geholt. Die ist außen blau und innen rosé. Etwas länger als gewöhnliche Bomberjacken. Das fand ich an ihr ziemlich cool.
Und die habe ich mir bei der lieben Steffi abgeguckt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob sie die auch in einem ihrer Primer Calls gezeigt hat. Aber wie ihr ja wisst oder irgendwie vielleicht mal mitbekommen habt, war ich ja um die Weihnachtszeit herum mal bei ihr zu Besuch. Und da hat sie diese Jacke hier getragen und ich fand die so schön, dass ich mir gedacht habe, hoffentlich gibt es die irgendwo noch zu kaufen. Und bei meinem Primark habe ich sie dann wirklich noch gefunden. Die war auch reduziert, allerdings bin ich mir gerade nicht sicher, um wie viel. Ich glaube, sie hat dann nur noch so 8 Euro gekostet. Auf jeden Fall, ja, hatte ich die auch an Silvester an. Die hält richtig gut warm, was ich gar nicht so erwartet hatte. Ich hatte erst schon ein bisschen verflucht, sie angezogen zu haben und mir gedacht, ah, warum hast du nicht doch den Wintermantel genommen? Aber die hielt wirklich gut warm. Also plus an die Bomberjacke. Außerdem habe ich mir dann noch diesen Trenchcoat-artigen Mantel hier gekauft. Da hängt sogar noch das Preisschild dran. Und zwar war die von 32 Euro auf 15 reduziert. Der Trenchcoat ist ganz einfach schwarz, beziehungsweise dunkelblau. Ich glaube, er ist eher schwarz und hat hier oben so ein Fell, das man aber auch entfernen kann. Ich muss noch gucken, wie genau ich den tragen werde, ob mit oder ohne Fell. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, ob man einen dicken Schal dazu trägt oder nicht. Ihr werdet das jetzt sowieso eingeblendet sehen, von dem her könnt ihr euch sowieso vorstellen, wie das Ganze aussieht. Den finde ich ziemlich cool, weil ich so Trenchcoats einfach total gerne mag und mir meiner, den ich habe, irgendwie ein bisschen zu klein ist. Deswegen wollte ich unbedingt nochmal so einen haben und irgendwie hat mich das Fell auch am Kragen total fasziniert, obwohl ich im Normalfall nicht so der Typ bin für Fell. Aber da fand ich, sah es irgendwie gut aus. Und Fell ist ja jetzt im Winter auch total Trend gewesen wieder mal. Ich weiß gar nicht, wie es dann im Frühling aussehen wird, aber ich finde es ziemlich cool, auch dass das Ganze so ein bisschen einen Blaustich hat. Und ja, das war meine zweite Jacke, die ich mir eingebildet habe. Außerdem hatte ich bei diesem Primark-Besuch irgendwie einen riesen Sockenknall. Ich habe mir sehr viele Paare davon gekauft, weil ich irgendwie dachte, ich habe keine und ich brauche unbedingt welche. Und zwar habe ich mir zum einen die hier geholt, ganz einfach in Grau. Da habe ich jetzt, warum auch immer, ein paar dann von verwendet. Und ja, die restlichen sind noch in diesen Pappdingern hier. Ich glaube, ich hatte dann einfach keine Socken mehr und brauchte ganz dringend welche. Deswegen habe ich die dann nicht mal gewaschen. Auf jeden Fall, ja, muss ich die jetzt mal in die Wäsche tun. Das waren, glaube ich, 5 Stück oder so für 3 Euro, wenn es stimmt. Aber das war mir noch nicht genug. Ich musste mir dann unbedingt noch diese ganz, ganz mini Socken hier kaufen. Für Ballerinas und Sneaker, wo man nicht möchte, dass man oben den Sockenansatz, kann man das so nennen, sieht. Ganz einfach in schwarz. Da steht auch hinten noch drauf 3,50. Und ich weiß auch nicht, irgendwie brauchte ich wohl ganz dringend Socken. Das sind auch wieder 5 Stück. Aber ich habe mir noch ein paar Socken gekauft, beziehungsweise nicht ein paar, sondern noch eine Packung davon. Diesmal sind es aber auch wieder ein bisschen andere Socken. Und zwar sind es solche Overknee-Kniestrümpfe. Die verstehe ich ja noch halbwegs, weil die sind in Stiefeln richtig praktisch und halten wirklich gut warm. Aber was genau ich mir dabei gedacht habe, mir bei einem Einkauf insgesamt 12 Paar Socken zu kaufen? Ich weiß auch nicht so ganz, was da mit mir los war. Außerdem habe ich mir dann auch noch so eine Packung Fashion Tape gekauft. Die finde ich sehr, sehr praktisch für ausgeschnittenere Tops oder auch Abendkleider mit einem größeren Ausschnitt. Und zwar klebt man sich die einfach auf die Innenseite, zum Beispiel wenn man jetzt annimmt, dass das ein Ausschnitt ist, dann klebt man sich das einfach hier so auf die Innenseite und klebt es quasi an die Haut dran und dann verrutscht das nicht und man muss nicht bei einem weit schwingenden Ausschnitt hier Angst haben, dass man die halbe Brust sieht zum Beispiel. Und das hat mich bei ein paar Abendkleidern von mir wirklich gerettet, weil ich mich irgendwie ein bisschen sicherer fühle und angezogener. Deswegen habe ich mir mal wieder so eine Packung davon geholt. Mein Einkauf neigt sich dem Ende zu und wir beenden das Ganze mit Schuhen. Und zum einen habe ich mir diese hier geholt. Das sind so grüne bzw. olivfarbene, nennt man es besser, Absatzschuhe in der Größe 37, wie ich sie halt brauche. Die waren auch auf 10 Euro reduziert. Nachdem ich es geschafft habe, zwei so ähnliche Paare diesen Herbst zu ruinieren, dachte ich mir, es wäre ganz gut, mir ein neues Paar zuzulegen, was so ungefähr diesen Absatz hier hat. Das ist für mich irgendwie so die perfekte Absatzhöhe grundsätzlich. Ich glaube, das sind so
6,5 cm, lass mich nicht lügen. Aber ich finde das für meinen Fuß immer so am angenehmsten. Oft sogar angenehmer als flache Schuhe und natürlich viel angenehmer als noch was Höheres. Von dem her finde ich einfach Schuhe mit dem Absatz am allerbequemsten. Und ja, die fand ich einfach total süß. Und die Schuhe, die ich euch als allerletztes zeige, sind ein bisschen schmutzig. Bitte verzeiht, dass es kann sein, dass auch ein paar Hundehaare dran hängen. Die habe ich nämlich jetzt auch schon die Tage richtig, richtig oft getragen. Das sind diese süßen Pantoffelchen. Da sind Katzen drauf und sie sind rosa und in weiß und richtig flauschig und niedlich. Ich laufe nur noch mit denen an den Füßen rum. Ich würde am liebsten mit ihnen schlafen, wenn ich es irgendwie aushalten würde, mit Socken oder in dem Fall Pantoffeln an den Füßen zu schlafen. Aber vielleicht, wenn ich mal wieder krank bin, lasst es uns nicht hoffen. Aber die sind einfach so genial flauschig und die ganze Zeit, über die ich das Video gedreht habe, hatte ich sie auch an. Ich habe sie jetzt extra dafür ausgezogen, um sie euch in die Kamera zu halten. Und die sind einfach so niedlich. Diese Kätzchen. Wer findet diese Kätzchen nicht niedlich? So, das war's dann auch schon mit diesem Video hier. Ich würde mich natürlich sehr freuen, dass, wenn es euch gefallen hat, ihr ihm einen Daumen nach oben hinterlassen würdet. Außerdem findet ihr jetzt hier an der Seite noch zwei von meinen letzten Videos. Und da unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren, wenn ihr das nicht schon bereits getan habt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!